Dracula. Nach Motiven von Bram Stoker. Von Thomas Tippner. Gelesen von Matthias Ernst Holzmann. Erstes Kapitel. Draculas Erscheinen. Die Menschen hier waren anders. Sie waren vollkommen anders. Jonathan Harker hatte immer geglaubt, dass es sich bei den ganzen Erzählungen, die er gehört hatte, stets nur um Gerüchte gehandelt hatte. Aber jetzt, wo er auf dem heruntergekommenen, lieblos in die Landschaft gesetzten Bahnhof von Bistritz stand, kam es ihm so vor, als ob die Gerüchte der Wahrheit entsprachen. Es waren kehlig klingende Stimmen, mit denen die Menschen sich hier unterhielten. Sie waren rau, irgendwie nicht fassbar und mit der eines englischen Gentleman so gar nicht zu vergleichen. Jonathan Harker fühlte sich unwohl. Hatte er die Reise in London ursprünglich noch voller Neugier und Abenteuerlust begonnen, so fühlte er sich jetzt, nachdem er München verlassen hatte, von aller Welt verlassen. Natürlich hatte er sich, bevor er aufgebrochen war, mit der Sprache der Leute hier befasst und auch versucht, sich in die Kultur der Menschen einzulesen, die diesen kargen und felsigen Landstrich bewohnten. Alles, was er gelesen hatte, hatte so aufregend und fremdartig geklungen. Er hatte sich vorstellen können, wie er in einem düsteren Gasthaus saß, den melodramatischen Gesängen lauschte, die bunten Feste bewunderte und sich an der Schönheit der Frauen erfreute, die unverwechselbar sein sollte. Aber weder das eine noch das andere war bisher eingetroffen. Wenn es etwas zu feiern gab, dann waren die Männer meistens schnell betrunken und lebten ihren sowieso schon rohen Lebensstil noch mehr aus. Und die Frauen, die er bisher gesehen hatte, waren alles andere als schön gewesen. Aus der Entfernung, ja, da konnte man sie betrachten und sich vorstellen, wie sie wohl aussahen, aber kam man ihnen dann näher, so verlor sich all ihr exotischer Zauber und sie wurden zu plumpen, kleinen Gestalten, deren Zähne schlecht und deren Sitten ebenso rau waren wie die der Männer. Außerdem waren die Leute hier alles andere als pünktlich. Sie schienen keinerlei Zeitgefühl zu haben. Als er in München in die Bahn Richtung Budapest, Ungarn stieg, hatte er noch gedacht, dass die Reise bisher sehr angenehm verlaufen war. Das änderte sich jedoch schlagartig, als er die österreichisch-ungarische Grenze passierte und die Schienen plötzlich schlechter und die Fahrt unangenehmer wurde. Auch schien es so, als wären die Fahrpläne nur Richtlinien, an die sich die Bahngesellschaften zu halten versuchten. Es gab kaum eine Station, die er rechtzeitig erreichte. Und jetzt, wo er am Bahnhof stand und die Menschen um ihn herum dem Ausgang entgegenströmten, fühlte er sich so alleine wie noch nie zuvor in seinem Leben. Er war wie ein Kanarienvogel, der in einem grauen, langweiligen Haus in seinem Käfig saß und nur gelegentlich ein leises Lied trällerte. Er war so einsam und hoffnungslos allein, dass er sich regelrecht dazu überwinden musste, nach seinem Koffer zu greifen, um ihn hochzuheben. Jetzt bin ich also auf dem Weg nach Siebenbürgen, dachte er bitter und musste die Enge in seinem Hals aufgrund seiner wehmütigen Traurigkeit ertragen, um mich mit einem reichen Grafen zu treffen, der nach London übersiedeln will. Ach, was wäre ich doch so gerne wieder in London, bei meinen Freunden und bei meiner... Bei diesem Gedanken begann sein Herz vor Freude schneller zu schlagen. Seine trüben Aussichten auf die Welt verflüchtigten sich und nahmen plötzlich eine bunte, liebevolle Färbung an, die all seinen Kummer beiseite zu fegen schien. Alleine das in ihm aufsteigende weiche Gesicht zauberte ein Lächeln auf seine Lippen, das ihn emporzuheben schien in den Himmel der Glückseligkeit. Mina. Sie war der Grund, weshalb er überhaupt aufgebrochen war. Sie war es, die ihn dazu gebracht hatte, in der Kanzlei, in der er arbeitete, Karriere machen zu wollen. War er doch sonst immer eher ein ruhiger, gemächlich durchs Leben schreitender Mann gewesen, so hatte sie alles auf den Kopf gestellt. Mina, murmelte er, fasste den Griff seines Koffers fester und ging langsamen Schrittes, während die Bahn hinter ihm einen schrillen Pfeifton ausstieß, auf den Ausgang des Bahnhofes zu. Denn er wollte auf jeden Fall noch vor Einbruch der Nacht das Gasthaus erreichen, in dem er ein Zimmer gemietet hatte. So bunt und freundlich die Menschen in ihrer fremdartigen Art auch waren, so wenig konnte er ihnen bei Dunkelheit vertrauen. Denn in dem Almanach, in dem er sich mit den Gepflogenheiten hier vertraut gemacht hatte, hieß es, dass gerade im Umkreis von größeren Städten immer wieder Überfälle auf gut gekleidete Ausländer verübt wurden. Nicht, dass Harker etwas auf solche Vorurteile gab. Aber jetzt, wo der Abend hereinzubrechen begann, die Wolken die untergehende Sonne verdeckten und ein bleichscheinender Mond aufzusteigen begann, beschlich ihn ein ungutes,
beinahe schon ängstliches Gefühl von Hilflosigkeit. Deshalb waren seine Schritte schnell und seine Miene eisern. Er ließ sich auf kein Gespräch ein und wollte auch nicht, dass ihm der auf ihn zuspringende Mann den Koffer abnahm und diesen, gegen ein Trinkgeld versteht sich, zum Gasthaus trug. Harker wollte das lieber alleine machen. Und so atmete er erleichtert aus, als er vor der klobig wirkenden Eingangstür stand und nach dem Klopfer griff, um Einlass zu bitten. Harker erschauderte immer noch, wenn er nur an die engen, unbeleuchteten Gassen dachte, durch die er eben geschritten war. Es war ein unangenehmer, ihn verfolgender Schatten gewesen, der ihn zu immer größerer Eile angetrieben hatte. Eine Furcht, wie er sie noch nie zuvor in seinem Leben gespürt hatte, hatte plötzlich von ihm Besitz ergriffen und seine Schritte beschleunigt. Auch jetzt, wo er vor der Tür des Gasthauses stand, war es ihm, als würde man ihm nachsetzen, als hätte ein Wolf seine Fährte aufgenommen, um ihn in die Enge zu treiben. Erst als die Tür geöffnet wurde und Harker in das faltige alte Gesicht einer Frau schaute, deren Lippen so grell rot geschminkt waren, dass man meinen konnte, sie wolle die Dunkelheit mit ihrem Erscheinungsbild vertreiben, fühlte er sich sicher. Er atmete erleichtert aus, als er einen unsicheren Schritt in das Gasthaus setzte, sich mit brüchigem Deutsch vorstellte und sagte, wie froh er sei, dass er Gast in diesem Haus sein durfte. »Kommen Sie«, meinte die Frau, deren Kleid aus Hunderten von Falten gestrickt zu sein schien und deren Bluse als solche kaum noch zu erkennen war, da Ketten und Schals an der Frau herabhingen, als wäre sie eine wandelnde Schatztruhe. »Danke sehr.« Sie geleitete ihn zu einem Tisch, der in der hintersten Ecke im Schatten stand. Zu seiner Überraschung hatte man ihm schon ein Brot mit Schinken bereitgestellt und einen Humpen mit starkem, sofort in den Kopf steigenden Bier. Ohne dass er groß etwas sagen musste, entzündete die alte Dame eine Kerze und blieb dann vor ihm stehen, als wolle sie ihm noch etwas sagen, sich aber nicht traute. Immer wieder rieb sie ihre faltigen Hände aneinander und trat sogar zweimal von einem Bein auf das andere, bevor sie zum Sprechen ansetzte, aber dann doch nichts sagte. Erst als Jonathan fragte, »Haben Sie etwas auf dem Herzen?«, überwand sie ihre Scheu und nickte. »Was ist es denn?«, forderte er sie auf zu sprechen und sah verwundert, dass sie einen Brief unter ihrer Schürze hervorholte und ihm diesen mit den Worten überreichte. »Die Nächte sind voller Unheil, Herr. Reisen Sie morgen nicht weiter.« »Aber deshalb bin ich doch hier«, meinte Harker lachend und nahm den Brief aus den zitternden Händen der Frau an sich und betrachtete sie mit zusammengekniffenen Augen. Es war seltsam, wie die Frau reagierte, fand er. Es schien beinahe so, als glaube sie wirklich, was sie sagte. Alles Aberglaube, redete er sich selber ein und erinnerte sich daran, was in dem Almanach gestanden hatte. Ist die einfache Bevölkerung von einem beinahe irrwitzigen Aberglauben befallen, der sich besonders in dunklen und angeblich mystischen Nächten, wie zum Beispiel der Walpurgisnacht, widerspiegelt. Belustigt und froh darüber, dass die Frau ihm so ein Schauspiel bot und ihn so von seinen eigenen Beklemmungen ablenkte, nahm er den Brief entgegen und entfaltete ihn. Die Handschrift, die ihm sofort ins Auge stach, kannte er nur zu gut. Im letzten halben Jahr hatte er immer wieder mit dem Verfasser Briefe ausgetauscht und die Reise zu ihm auf sein Schloss minutiös geplant. »Mein Freund, ich heiße Sie in den Karpaten willkommen und erwarte Sie mit Ungeduld. Ich habe für Sie einen Platz in der Postkutsche nach Bukowina reserviert. Die Kutsche fährt um 3 Uhr morgens. Mein Wagen wird am Borgopass auf Sie warten und Sie zu mir bringen. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Reise und erfreuen sich während Ihres Aufenthaltes an meiner herrlichen Heimat. Ihr Freund, Dracula.« Zweites Kapitel. Harker hatte nicht gut geschlafen. Was es genau gewesen war, was ihn um den Schlaf gebracht hatte, konnte er nicht einmal genau sagen. Sein Heimweh und die Sehnsucht nach Mina waren durchgehend vorhanden. Daran hatte er sich in den letzten 2 Wochen mehr schlecht als recht gewöhnt. Das brachte ihn also nicht mehr um den Schlaf. Was ihn in dieser Nacht wachgehalten hatte, war etwas anderes. Etwas, das irgendwie über ihm zu schweben schien. Es hatte irgendetwas mit Bistritz zu tun, mit der Gastwirtin, die ihn gewarnt hatte, nicht weiterzureisen. Harker hatte sich erschöpft und gerädert aus dem weichen Bett gequält, das er zu seiner Überraschung vorgefunden hatte.
und als er angezogen und frisiert war und vor die Tür des Gasthauses trat, war ihm der unangenehme, kalte Wind sogleich unter die Kleidung geweht. Frierend zog er den Mantel enger und schaute in die Richtung, aus der die Kutsche kommen sollte, von der Dracula geschrieben hatte. Es war ihm einfach unmöglich, einen klaren Gedanken zu fassen. Immer wieder musste er an die Nacht denken und an die wandernden Schatten, die ausgesehen hatten, als ob sie um ihn herum tanzten. Und Harker zuckte zusammen, als er plötzlich eine Stimme hinter sich hörte. »Nehmen Sie das bitte an sich, Herr.« »Haben Sie mich aber erschreckt?« rief Harker erschrocken und starrte in das faltige Gesicht der Gastwirtin, die seinen Ausruf gar nicht bemerkt hatte oder einfach gekonnt ignorierte. »Es ist eine gefährliche Reise, auf die Sie sich da einlassen«, sagte sie ihm und drückte ihm etwas in die Hand, das er erst richtig betrachten konnte, als sie sich wieder ins Haus zurückgezogen hatte, während sie ihm einen langen, leidenden Blick zuwarf und ihm dabei das Gefühl vermittelte, als würde er geradewegs in sein Verderben reisen. Und als er die Hand öffnete und das betrachtete, was in ihr lag, war es ihm, als würde der Wind noch einmal auffrischen, die dichten Wolken den hellen Mond verhüllen und das Jaulen der Wölfe, die es überall außerhalb der Stadt in den Wäldern gab, noch lauter zu ihm dringen. Er schluckte und erschauderte. Das, was die Wirtin ihm gegeben hatte, war ein Kreuz, an dem Jesus Christus die Sünden der Menschen mit seinem Leiden reinwusch. Drittes Kapitel. »Sie müssen nicht hier bleiben«, murmelte der in schweres Leder gehüllte Kutscher, dessen dunkle vor Angst schimmernde Augen das einzige waren, das Jonathan Harker unter der bis in die Stirn gezogenen Mütze erkannte. Die Hand, die der kleine Mann ihm entgegenstreckte, war wie ein Hilferuf zu verstehen. Aber nicht er sollte gerettet werden, sondern Harker. Diese Erkenntnis ließ ihn abermals schaudern und bleich werden. Was sollte das alles? Was hatten die Menschen hier denn nur? Er brauchte nur an die junge Frau zu denken, der er in der Kutsche gegenüber gesessen hatte. Eine untersetzte kleine Dame, deren Kleidung auf ein wenig Reichtum schließen ließ. Sie hatte ihn angestarrt, immer wieder in fremdländischen Zungen vor sich hin gezischt und geflüstert. Harker, der Mühe hatte, die landesübliche Sprache zu verstehen, musste vor dem Dialekt, mit dem die Frau gesprochen hatte, augenblicklich kapitulieren. Erst als die Kutsche zum Stehen kam und er mühevoll herausgeklettert war, weil ihm keiner der Reisenden dabei half, auszusteigen, hatte er begriffen, dass sie gar nicht gezischt und gemurmelt hatte. Es war nichts Abwertendes oder gar Boshaftes ihm gegenüber gewesen. Das leise »Amen« aus ihrem Mund hatte ihm gezeigt, dass sie lediglich für ihn gebetet hatte und dass das Zeichen der zwei gespreizten Finger, die sie erst auf ihre Augen und dann auf seine gerichtet hatten, nichts Verfluchendes bedeutet hatten, sondern einfach nur Schutz. Sie hatte ihn vor den bösen Blicken der Dämonen und Geister, die es hier überall in den Bergen und Wäldern angeblich gab, beschützen wollen. »Steigen Sie wieder ein«, flieht ihn der Kutscher an und erstarrte plötzlich, als er auf einmal das Klappern von Hufen und das Knallen einer Peitsche hörte. Seine Pferde wurden unruhig. Immer wieder stampften sie auf der Stelle, warfen nervös ihre Köpfe in den Nacken und stießen wirrende Laute aus, die an das verängstigte Wimmern eines in die Ecke getriebenen Kindes erinnerten. Harker schluckte, als er den Kopf wandte. Er sah die auf sich zukommende, wie von Schatten getragene Kutsche und glaubte, sich geirrt zu haben. Aber dann, als er blinzelte und sich die einzelnen Schneeflocken, die zu fallen begonnen hatten, aus den Augen wischte, war er sich sicher, dass ihm seine Sinne keinen Streich gespielt hatten. Es war, als würde die Kutsche gar nicht aus dem Nebel auftauchen, der den Borgopass immer mehr einzuhüllen begann, sondern als würde sie aus ihm entstehen. Als würden sich einzelne, dichte Schwaden zusammenballen und sich verformen. Als würden geisterhafte Hände nach ihnen greifen, um ihnen neue Formen zu geben. Die Pferde selber waren von unendlich großer Gestalt. Sie waren gigantisch wie ein Turm und von so kräftiger Natur, dass der Boden unter jedem ihrer Huftritte bebend erzitterte. Harker machte einen Schritt zurück und glaubte kurz seinen Augen nicht zu trauen, als er die wuchtige Gestalt auf dem Kutschbock erblickte. In dunkle Schatten gehüllt, die nur hier und da von einer noch schwärzeren Falte durchzogen wurden, saß er wie eine Spinne in seinem Netz auf dem Bock der Kutsche. Ein eingeschüchtertes Gefühl breitete sich in Harker aus, und er war plötzlich von einer Furcht getrieben, die ihm die Knie erzittern ließ.
Harker schluckte schwer, als er die klare, wie messerschneidende Stimme hörte, die herablassend meinte, »Du hast doch bestimmt ein Ziel zu erreichen. Also fahr los und lass meinen Gast unbehelligt.« »Diese Zähne«, schoss es Harker durch den Kopf, als er den Kutscher reden sah, »sehen aus wie scharf geschliffene Messer.« Alles erstarrte in ihm, als der Kutscher sich verbeugte, ihn an der Schulter berührte und ihn mit so einer Kraft vorwärts schob, dass Harker glaubte, nicht mehr zu sein als ein verhungerndes kleines Straßenkind in London, das man mit Leichtigkeit tragen konnte. Als würde er nichts wiegen, wurde er der Kutsche entgegengeschoben, ohne dass er die Chance hatte, sich zu wehren. Was ihn aber am meisten verwirrte, war, dass die Pferde der ersten Kutsche sich urplötzlich auf die Hinterbeine stellten, laut wirrten und davonstoben, als hätte ihnen jemand den Befehl dazu gegeben. Sie rasten mitsamt ihrer Last los und verschwanden im Nebel. Und er war plötzlich allein. So allein wie noch nie zuvor in seinem Leben. Viertes Kapitel. In rasender Fahrt ging es immer steiler bergauf, an scharfkantigen Abhängen vorbei, wo das Wagenrad nur wenige Zentimeter Platz hatte, um nicht über die Kante des Gebirgsrandes zu rutschen. Wie festgewachsen saß Harker da, die Hände in das Leder gekrallt, in der trügerischen Hoffnung, so dem schlimmsten aller Schicksale entgehen zu können. Immer wieder zog Harker pfeifend die Luft zwischen den Lippen ein. Immer wieder versuchte er nicht aus dem Fenster zu blicken, das ihm eine zerklüftete, bergige Landschaft zeigte, in deren Tälern sich schwarze, mit dem bloßen Auge nicht zu durchdringende Schatten ballten. Alles war in eine Dunkelheit getaucht, wie Harker sie noch nie erlebt hatte. Ihm kam es so vor, als würden sich Schattenfetzen auf seine Seele legen und an ihm emporkriechen wie Maden, die auf der Suche nach verrottendem Fleisch waren. Kälte biss ihm ins Gesicht. Seine Augen tränten von dem durch die Kutsche wehenden Wind. All seine Gedanken schienen in einer lähmenden Starre verfallen zu sein. Und dann ertönte plötzlich das Knallen der Peitsche. Wieder und wieder hallte ihr monströser Klang durch die Nacht und spornte die sowieso schon bis an ihre Leistungsgrenze gehenden Pferde zu noch mehr Tempo an. Allerdings auch zu noch mehr Risiko, um den Steilpass passieren zu können. Harker wünschte sich sehnlichst woanders sein zu können. An einem Ort, an dem er in Ruhe lesen konnte, wo er seine Gedanken auf weite Reisen schicken konnte und ihm nicht jederzeit die Gefahr drohte, einen Abhang herunterzustürzen. Irgendwohin würden sie ihn hoffentlich tragen, um sich ein Leben ersinnen zu können, das von Ruhe und Wärme umhüllt war. Orte, deren malerische Schönheit einen mitten ins Herz traf und einen glauben ließ, das Paradies selbst entdeckt zu haben. Dann würde er unter warmen Wasserfällen stehen, über Blumenwiesen laufen und seine Mina niemals wieder loslassen. Mina. Harker spürte, wie sehr er sich mit seinen Gedanken an seine Verlobte klammerte, wie er Kraft aus ihr zog und spürte, dass seine Lethargie langsam von ihm abzufallen begann. Der ihn einhüllende Kokon aus Angst bekam nun die ersten Risse und ließ einen Strahl zu ihm durchdringen, der ihn mit Mut und Zuversicht erfüllte. Auch wenn der Panzer, den er um sein Herz gelegt hatte, noch immer vorhanden war, zog der Riss sich noch weiter und erreichte die Spitze des Kokons und würde ihn zerreißen, wenn Harker es nur zulassen würde. Aber in dem Augenblick, in dem er sich zu entspannen versuchte, drang das Geräusch wieder an seine Ohren. Dieses unangenehme, durch Mark und Bein gehende Heulen und Jaulen der Wölfe. Wie ein Gewitter jagte es zu ihm heran und ließ ihn erzittern und vor Furcht erstarren. Es hörte sich an, als wäre der Wolf direkt neben ihm und der Kutsche. Er erschauderte, als er sich vorbeugte, um aus dem Fenster hinauszuschauen. Da liefen sie, verzerrt im Schatten der Dunkelheit. Zerlumpte kleine Gestalten, deren Mäuler vor Gier und Mordlust offen standen. Das Fell zerrissen und verfilzt, verbarg es trotzdem nur schemenhaft die Kraft dieser imponierenden und einen bis ins Mark ängstigenden Tiere. Sie waren die Herrscher der Wälder, und jeder, der es wagte, ihr Reich zu betreten, musste damit rechnen, angegriffen zu werden. Harker sah mit schreckgeweiteten Augen, wie die Wölfe immer näher kamen, wie sie die Kutsche hetzten und jagten und wieder ein Jaulen ausstießen, um weitere Artgenossen heranzulocken.
Und dann, als würde sich die Perspektive plötzlich verschieben, änderte sich das Bild. Harker, der noch immer nicht dazu in der Lage war, alle Bilder, die auf ihn einstürzten, zu begreifen, nahm nur wie aus weiter Ferne wahr, dass die Kutsche langsamer wurde, dass sie mehr und mehr Geschwindigkeit einbüßte und schließlich, als wolle sie ihren Stillstand noch unterstreichen, mit einem Ruck stehen blieb. Harker wurde bleich. Angst jagte durch sein wie im Fieber liegendes Gehirn. Als hätte jemand Pfeile abgeschossen, kamen ihm seine Gedanken plötzlich vor, die hinter seiner Stirn entlang liefen und ihm zuschrien: Er hat angehalten! Er hat angehalten! Er hat angehalten! Bleiben Sie hier! Wollte er noch rufen, als er hörte, wie der Kutscher vom Bock stieg, sich davor aufbaute wie ein vom Schatten umschlossener Turm, den Arm ausstreckte und mit seinen langen, spitzen Fingern auf die Wölfe zeigte. Harker konnte nicht glauben, was er nun sah. Und doch geschah es. Die Wölfe, eben noch in wilder Gier gefangen, scheinbar von nichts und niemandem davon abzuhalten, sich auf die Kutsche zu stürzen, um die, die in oder auf ihr saßen, zu zerfetzen, hielten plötzlich inne. Es wirkte so, als wären sie gegen eine Wand gelaufen, die sie weder umrunden noch sich unter ihr hindurchgraben konnten. Sie saßen einfach nur da, starrten zu dem Kutscher, der seine wie ein Donnergrollen klingende Stimme erhob und rief: Hinfort mit euch! Jagt gefälligst woanders! Dieser hier ist nicht für euch bestimmt. Geht, Kinder der Nacht, und findet eine andere Beute. Und als ob die Wölfe nichts anderes wären als abgerichtete und gut dressierte Hunde, erhoben sie sich und wandten sich ab. Sie trotteten davon, wurden von der immer dichter werdenden Dunkelheit verschluckt und waren kurz darauf verschwunden, so als hätte es sie niemals gegeben. Fünftes Kapitel. Sie haben sich doch hoffentlich schon gut eingelebt, fragte Graf Dracula seinen Gast, nachdem er auf ihn zugetreten war. Harker, der nun schon seit bereits 2 Tagen auf der Burg verweilte und sich noch immer nicht richtig an die Gegenwart des Grafen gewöhnt hatte, musste wieder an ein Gespenst denken, wenn er Dracula sah. Hochgewachsen war er von einer monströsen, ehrfurchtgebietenden Gestalt, die auch dann noch ihren Einfluss auf Harker nicht verlor, wenn sie gebeugt und schlurfend ging. So als würde er unzählige Jahrhunderte Last auf seinen Schultern tragen. Und auch jetzt, wo er plötzlich hinter ihm erschien und mit seiner knarrenden, hölzern wirkenden Stimme sprach, konnte Jonathan sich des Eindrucks nicht erwehren, es mit einem Geist zu tun zu haben. Obwohl er gerade einen Spiegel in der Hand hielt und sich rasierte, hatte er den Grafen nicht gesehen. Weder mit bloßem Auge noch durch den Spiegel selber. Und wie er Jonathan anstarrte, aus seinen ins Rot tendierenden Augen. Es kam ihm so vor, als würde Dracula ihn mustern und abschätzen, wer er wirklich war. Aber eben nicht auf die herkömmliche, freundliche Art und Weise, mit der man versuchte, Besucher besser kennenzulernen. Harker war es, als versuchte Dracula in seinen Gesten zu lesen und aus seinen Worten zu lernen, so als schätze er einen Gegner ab. Harker zwang sich dazu zu sagen: Ich gebe mir größte Mühe, hätte aber am liebsten gesagt, es fällt mir schwer, wenn ich daran denke, wie viele Wölfe um die Burg herumschleichen. Es waren wirklich unzählige. Egal, wann er einen Blick aus dem Fenster warf und hinunter zum Burghof schaute oder die in einem dauerhaften Nebel liegende Landschaft zu betrachten versuchte, immerzu waren sie da. Immer konnte man sie sehen und hören. Es sind andere Gewohnheiten als bei Ihnen zu Hause, meinte der Graf und fabrizierte das Lächeln eines Mannes, der genau wusste, was wirklich hinter der Stirn seines Gesprächspartners vor sich ging. Und es sind andere Mentalitäten, die uns zu dem gemacht haben, was wir wirklich sind. Das habe ich auch schon bemerkt, stimmte Jonathan zu und versuchte, das Gespräch wieder auf die Verträge zu lenken, die er aus London mitgebracht hatte und die vom Graf unterschrieben werden sollten. Mehr nicht. Einige Unterschriften und dazu die Informationen, wie Dracula sich in London am besten unterhalten könnte. Und doch war es Harker, als wollte Dracula gar nicht, dass sie das Geschäft schnell abschlossen. Gestern Abend hatte er zum Beispiel pausenlos von der ruhmreichen Geschichte seines Geschlechtes erzählt und hatte ihm von Abenteuern und Kriegen berichtet, so als wäre er selber dabei gewesen.
Und vorgestern, als Harker angekommen war, hatte der Graf pausenlos von ihm wissen wollen, wer Mina war. Er war richtig gehend penetrant gewesen, nachdem er das Bild in dem Medaillon entdeckt hatte, das Jonathan immer bei sich trug. Er hatte von der Liebe erzählt, davon, wie auch er einst gelitten hatte, als er seinen Seelenpartner verloren hatte, und wie sehr er sich nach dem Glück sehnte und danach selbst einmal wieder vor Leidenschaft brennen zu können. »Die Verträge«, sagte Harker nachdrücklich und erntete dafür einen missbilligenden Blick aus den rot schimmernden Augen. Die weiße Haut um die Lippen herum verzog sich zu einem missmutigen Ausdruck von Verachtung, als Dracula Jonathans Worte hörte. »Verträge sind wieder tot«, murmelte Dracula. »Sie sind geduldig.« Mit diesen Worten drehte der Graf sich um und sagte, »Ich werde den morgigen Tag über nicht anwesend sein, Mr. Harker. Sie werden ihn alleine verbringen müssen.« »So wie gestern auch«, dachte er bei sich und fragte sich, welchen Geschäften der Graf wohl nachging, dass er ab dem Morgengrauen nicht mehr zu sehen war und erst bei den ersten Schatten der Dämmerung wieder heimkehrte. »Und ich muss Sie warnen«, erhob er die Stimme, als er im Türrahmen stehen blieb und sich noch nicht einmal die Mühe machte, sich herumzudrehen. »Neugier ist keine Zierde, Mr. Harker. Sie ist eine schlechte Angewohnheit und kann Unglück über die bringen, die ihr nachgeben.« Mit diesen Worten verschwand der Graf und ließ einen Mann zurück, der genau wusste, was damit gemeint war. Sechstes Kapitel. Da war es wieder, dieses leise durch die Gänge des Schlosses hallende Lachen und Kichern. Kaum wahrzunehmen und von einem Ohr, das nicht auf die Welt gerichtet war, nicht zu hören. Er aber hörte es. Wieder und wieder. Verlockend klang es, einer Stimme gleich, die ihm unentwegt zurief. »Komm, komm her, lass mich dich sehen.« Es war für Jonathan unglaublich schwer, sich dieser Verlockung nicht hinzugeben. Er merkte, wie sehr er mit sich kämpfen musste und wie viel Kraft es ihn kostete, den Lockruf nicht nachzugeben. Beherrschung, war ihm einmal gesagt worden, sei das Wichtigste, was ein Mann haben könnte. Niemals durfte man Schwäche zeigen, nicht einmal dann, wenn man nichts mehr zu verlieren hatte. Harker glaubte schon seit Tagen, nichts mehr zu verlieren zu haben. Da waren die abendlichen Besuche des Grafen, die dieser, da war Jonathan sich sicher, absichtlich kurz und knapp hielt. Es schien beinahe so, als wolle der Graf gar nicht zeitig aufbrechen. Vielmehr wollte er Geschichten über London hören und erfahren, wie man sich am besten vergnügen konnte, welche Theater man besuchen sollte. Jonathan, ganz Geschäftsmann und gefangen von dem Gedanken, einem Kunden jeden Wunsch erfüllen zu müssen, hatte brav Antworten auf die Fragen gegeben. Aber dann schlug das Heimweh zu. Die Sehnsucht nach Mina wurde irgendwann so unendlich groß, dass Jonathan sogar kurz mit den Gedanken gespielt hatte, einfach seine Sachen zu packen und von hier wegzugehen. Aber auch dieses Mal schien es so, als würde Dracula seine Gedanken lesen. Denn als sie zusammensaßen, während eine Kerze auf dem Tisch ihren flackernden Schein verbreitete, die Schatten aber kaum zu vertreiben vermochte, die um sie herum herrschten und dunkle Gestalten zu verbergen schien, sagte der Graf, »Ich wünsche, dass Sie nach Hause schreiben, Mr. Harker.« »Und was soll ich schreiben?« wollte Jonathan verwirrt wissen. »Dass Sie sich hier bei mir sehr wohl fühlen und mich noch weitere 4 Wochen über die Gegebenheiten Ihres so interessanten Landes aufzuklären wünschen, um mir meine Übersiedlung nach London so angenehm wie nur möglich zu machen.« 4 Wochen? 4 Wochen. Von dem Schock hatte Harker sich immer noch kaum erholt. Nachts hatte er wachgelegen und am Tage grübelnd auf seinem Bett gesessen, immer wieder von den lockenden Stimmen begleitet, die ihn gelegentlich von seiner Schwermut und der Sehnsucht nach seiner Verlobten ablenkten. Fort konnte er von hier nicht kommen, das war ihm klar. Denn als der Drang so groß geworden war, dass er fliehen wollte, war ihm aufgefallen, wie steil die Berge abfielen, auf denen das Schloss errichtet worden war, und dass die Wölfe immer zahlreicher zu werden schienen. Die einzige Möglichkeit, die ihm bleiben würde, wäre ein Sprung in den in der Schlucht entlanglaufenden Fluss, dessen Strömung aber unglaublich schnell wirkte. Als eine weitere Woche ins Land gezogen war, das Lachen mittlerweile laut und aufdringlich klang
und Harker sich sicher war, dass nun auch Lockrufe in Form von Worten auf ihn einprasselten, sagte er zu Dracula: »Ich habe bisher noch gar keine Bediensteten bemerkt.« »Sie halten sich versteckt«, erklärte der Graf, ohne von der Karte aufzusehen, die Harker vor ihm ausgebreitet hatte, um ihm den historischen Stadtkern Londons zu zeigen. »Sie wollen nicht unangenehm auffallen.« »Sie lachen immer sehr laut bei Ihrer Arbeit«, erklärte Harker und bemerkte das erste Mal so etwas wie eine menschliche Regung in Draculas Gesicht. War es sonst eher maskenhaft, seltsam kalt und bleich und von einem unbeschreiblichen Leid durchzogen, wirkte es jetzt düster und zornig. Die Augen schimmerten in einem zornigen Rot und die Wangen zuckten, als würde der Kiefer versuchen, die plötzlich aufgetauchten Probleme einfach zu zermalmen. Was Harker aber am meisten erschreckte, war der bitterböse Zug um die schmalen, blutleeren Lippen. Ein Zug, der ihn unangenehm an seinen Vater erinnerte. Einen Mann, der genauso geschaut hatte, wenn er der Meinung gewesen war, dass seine Söhne nicht genug lernten, nicht genug gehorchten oder ihm den zustehenden Respekt nicht gewährten. Jonathan erinnerte sich nur zu gut an die Schläge und die Schmerzen. Und er fühlte sich dadurch in eine Zeit zurückversetzt, als er noch hilflos gewesen und den vor ihm auftauchenden Gefahren nicht gewachsen war. Seltsamerweise kam er sich jetzt auch hier so vor. Dracula hielt ihn ihr fest und lehrte ihn, wie man sich zu benehmen hatte. Aber nun, aus einem Gefühl des Trotzes heraus, hatte er seine Beobachtungen geschildert und eine Reaktion erhalten, die ihn mehr als überraschte. »Ich werde Anweisung geben, dass Sie nicht mehr gestört werden sollen, Mr. Harker. Und Sie müssen wissen, dass alte Schlösser ihre Geheimnisse haben. Öffnet man eine verschlossene Tür, so weiß man nicht, was einem dahinter erwartet«, versicherte ihm Dracula und erhob sich, geschmeidig wie er es sonst nie tat, von seinem Platz, um dem Ausgang förmlich entgegenzuschweben. Das ansonsten so deutlich zu hörende Aufsetzen seiner Füße blieb aus. Das Rascheln seiner immer langen Gewänder. Fort. Da war nur der rote, blasse Schemen, der der Tür entgegenglitt und sie öffnete, ohne dass er sie berührte. Harker starrte fassungslos hinterher und schluckte schwer. Obwohl er sich sagen wollte, dass er sich bestimmt geirrt und einfach nicht gesehen hatte, wie der Schatten von Dracula nach der Türklinke griff, diese herunterdrückte und die Tür aufzog, glaubte er sich selber nicht. Er hatte es gesehen. Die Tür war aufgegangen, ohne dass Dracula sie berührt hatte. Siebtes Kapitel. Liebste Mina, ich wende mich in diesem Brief an dich, weil ich der Meinung bin, die Karpaten niemals wieder verlassen zu können. Ich hoffe, dass du diese Zeilen zu lesen bekommst und du meinem Wunsch entsprichst, meinem Dienstherrn mitzuteilen, dass er mich schnellstmöglich nach London zurückbeordern soll. Dein dich liebender Jonathan. Es war wie ein Nadelstich, als Jonathan am frühen Abend zum Essen ging, an dem Dracula zwar teilnahm, aber selber nichts aß. Er leistete dem jungen Anwalt nur Gesellschaft, damit dieser nicht so alleine war, wenn er speiste. Der Genuss des Essens ist doch viel höher, wenn man es gemeinsam begeht, hatte Dracula einmal zu Harker gesagt und dabei wie ein ausgehungerter Mann gewirkt, der jeden Bissen, den sein Gegenüber zu sich nahm, mit gierigen Blicken verfolgte. Es war beinahe so, als sehnte sich Dracula danach, selbst einmal so zu essen, wie Harker es tat, und die gebratene Ente ebenso genießen zu können, wie Jonathan es tat, als er sich ein wenig Fleisch von der Keule in den Mund schob. Und auch jetzt, als Jonathan wild aß, waren Draculas Blicke voller Sehnsucht und Hass gewesen. Sehnsucht auf das, was er nicht hatte, und Hass auf den, der konnte, was er nicht konnte. Deshalb hatte Jonathan da gesessen und sich zweimal überlegt, ob er überhaupt aufessen sollte. Diese Überlegung wurde ihm aber schnell abgenommen, als er den plötzlich in Draculas Händen liegenden Brief erkannte, der eindeutig in genau dem Umschlag steckte, den er gewählt hatte, um seine Post sicher nach London zu schicken. Die Gelegenheit, ihn zu schreiben, war ausgesprochen günstig gewesen. Herumziehende Männer waren in das Schloss gekommen, heruntergekommene Vagabunden und Herumtreiber, die in ihrer zerlumpten Kleidung ausgesehen hatten, als wären sie geradewegs von einem Raubzug heimgekehrt.
Klein waren sie gewesen, untersetzt und die Gesichter von vollen schwarzen Bärten eingerahmt, so dass man von ihrem natürlichen Antlitz nichts mehr hatte erkennen können. Aber Harker hatte all seine Befürchtungen und Ängste vergessen und sich getraut, hinaus in die noch immer vorherrschende Kälte zu gehen und einem der Männer ein wenig Geld in die Hand zu drücken und ihn darum zu bitten, den Brief in die nächste Stadt aufzugeben. Das eifrige Nicken und das laute Lachen sowie das freundschaftliche Klopfen auf seine Schulter hatte Harker wohl falsch interpretiert, wenn er den Brief betrachtete, den Dracula nun in seinen Händen hielt. Sein Hals wurde plötzlich ganz trocken. Auf seiner Stirn sammelte sich der Schweiß, und das Gefühl, aus unendlichen Höhen in die Tiefe zu stürzen, ließ Harker glauben, gleich ohnmächtig zu werden. Er schnaufte, ließ die Gabel sinken und fragte nervös: »Wo haben Sie den Brief her?« »Wertlos beschriebenes Papier«, meinte Dracula, als hielt er nichts weiter in der Hand als nutzlose Kritzelei eines dreijährigen Kindes. »Diese Hausierer baten mich, ihn zu verbrennen, da es ihrem Glauben nach Unglück bringt, den eigenen Gedanken auf Papier zu bannen. Man verliere so die Fantasie, erzählen sie sich.« Mit diesen Worten warf der Graf den Brief ins Feuer und schaute zu, wie sich die Flammen durch das Papier hindurchfraßen und es schließlich nach wenigen Sekunden komplett zu Asche zerfallen ließen. »Sie fühlen sich doch noch wohl hier bei mir, oder?« wollte der Graf wissen, als wäre gerade eben überhaupt nichts geschehen. Achtes Kapitel. Allen Verboten zum Trotz hatte Harker angefangen, einen Weg aus dem Schloss herauszusuchen. Er ertrug es einfach nicht mehr. Egal, was es kostete, egal, was er tun musste, um von hier fortzukommen, er würde es in Angriff nehmen, um seinem Ziel entgegenlaufen zu können. Er hielt die Öllampe vor sich gestreckt, als er versuchte, die selbst am Tag in den langgezogenen Gängen liegenden Schatten mit dem sich nur spärlich verbreitenden Licht zu vertreiben. Er öffnete Türen, schaute in leere Zimmer und wurde sich von Augenblick zu Augenblick sicherer, dass es außer ihm und Dracula niemanden gab, der die Räume bewohnte. Staub hatte sich fingerdick auf die meisten Einrichtungsgegenstände gelegt. Und doch war er sich sicher, dass er wieder und wieder ein Lachen hörte, und am frühen Morgen meistens dann, wenn er nach den langen und ermüdenden Gesprächen mit Dracula ins Bett fiel, die wispernden und flüsternden Stimmen. Und dann waren die Lockungen meist so groß, dass er gar nicht mehr anders konnte, als sich aufzurichten und nachzusehen, woher die Stimmen kamen. Auch jetzt, als er durch die endlos scheinenden, kahlen Gänge lief, hielt er unbewusst nach den liebreizenden Geschöpfen Ausschau, die ihn wieder und wieder gerufen hatten. Obwohl er so schnell wie möglich fort von hier wollte, war es doch die Neugier, die ihn trieb. Welches Geschöpf konnte einen so sehr locken? Harker spürte erst, wie verwirrt er war und wie ziellos er durch das Schloss gelaufen war, als er plötzlich einen Flügel erreichte, der so gar nicht zu den kahlen, lieblos hergerichteten anderen Zimmern und Gängen passen wollte. Hier gab es Wandteppiche und Bilder, die Dinge von unerklärlicher Grausamkeit zeigten. Männer in türkische Rüstungen gehüllt, umklammerten in ihre Brust gestoßene Pfähle und versuchten sich krampfhaft an diesen festzuhalten. Nicht, weil sie verhindern wollten, dass noch einmal zugestoßen wurde, sondern weil sie nicht noch tiefer rutschen wollten. Allesamt waren sie auf die oberste Spitze der Pfähle gehoben worden und bildeten nun einen menschlichen Wall aus mahnenden Leibern, die Harker immer noch mit Grauen und Entsetzen erfüllten. Je weiter er durch den lichtgefluteten Flur ging, fiel ihm bei den Darstellungen immer ein und dieselbe Person auf. Egal, ob es darum ging, die Türken zu pfählen, von einer vor ihm niederknienden Menschenmenge zu stehen oder die Hand nach einer im freien Fall befindlichen Frau auszustrecken, immer und überall war der schwarzhaarige, in eine flammende Rüstung gehüllte Hühne zu sehen, dessen scharf geschnittenes Gesicht so viel Ähnlichkeit mit Dracula aufwies, dass Harker einen erschrockenen Schritt zurückmachte, als ihm die Erkenntnis wie ein Blitz ins Hirn fuhr. »Das gibt es doch nicht«, schnaufte er und leuchtete weiter die Bilder und Wandteppiche an und glaubte, einen Schlag versetzt zu bekommen, der ihn ohnmächtig werden lassen wollte. Jonathan aber kämpfte gegen das in ihm tobende Gefühl an. Er versuchte, sich der Eindrücke zu erwehren,
versuchte die durch seinen Kopf flutenden Gedanken zu bändigen, schaffte es aber nicht. Es kam ihm so vor, als wäre er geistig gestolpert und könnte den Fall nicht mehr bremsen. Egal, wie sehr er mit den Armen ruderte oder wie viele Ausfallschritte er machte. Er würde vornüberfallen und hinschlagen. Und so musste sich die Erkenntnis erst in sein Unterbewusstsein graben, dass er hier auf irgendetwas gestoßen war, das seinen geistigen Horizont bei weitem überstieg. Dass er es hier mit jemandem zu tun bekommen hatte, den er mit einfachen Worten nicht beschreiben konnte. Seinem ihn retten wollenden Gedanken, du siehst hier nur einen Vorfahren, konnte er keinen Glauben schenken. Harker war es nicht einmal mehr möglich, irgendetwas, was in ihm brodelte, zur Ruhe zu bringen. Er erschauderte und machte einen weiteren Schritt zurück, die Lampe weit von sich gestreckt. Da bist du ja, hörte er wie aus weiter Ferne und doch so unendlich nah an seinem Ohr die eine alles in ihm versagende Stimme, die ihn einen erschrockenen Schritt rückwärts machen ließ. Er schluckte schwer, als das Lachen wieder erklang und ihn zu verhöhnen schien. »Wie schön du bist«, wehte ihm eine andere Stimme mit einem herben, lasziven Unterton entgegen, die den prüden Engländer in ihm bis aufs Äußerste empörte. »Bist du endlich gekommen?«, wollte eine dritte, unterwürfige, leise Stimme von ihm wissen und ließ Harker glauben, plötzlich umzingelt zu sein. So liebreizend die Worte auch klangen, so vertraut sie waren, hatten sie allesamt etwas an sich, das in ihm pure Angst zutage förderte. Er konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass er wie ein blinder Tölpel letztendlich gar nicht seinen eigenen Schritten gefolgt war, als ob er niemals die Absicht gehabt hätte, das Schloss zu verlassen. Vielmehr schien es so, als hätte er nichts anderes getan, als den Stimmen zu folgen, die ihn unaufhörlich lockten und hierher, in diesen abgelegenen Teil des Schlosses, riefen. Er hat Angst. Der Arme. Wir sollten ihn trösten. Harker spürte den Lufthauch, der durch seine Haare wehte. Ein Geruch von Lavendel und orientalischen Ölen stieg ihm in die Nase und ließ ihn unwillkürlich an ein zurückliegendes, längst vergessenes Abenteuer denken, das er vor Jahren mit einem Freund im Londoner East End erlebt hatte. Ein Abenteuer mit Alkohol, Gelagen und einer Frau, die so verführerisch, verheißungsvoll und ruchlos war, dass er gelegentlich in ganz seltenen, einsamen Momenten an sie denken musste, an sie denken durfte. Denn jedes Mal, wenn er an diesen Abend dachte, als er alle englischen Manieren fallen gelassen hatte, alle einengenden Verhaltenskodizes über Bord geworfen hatte, besprang ihn ein Gefühl von Scham und Ekel, wurde aber doch begleitet von einem kurzen Lockruf der Freiheit und Zügellosigkeit. Einem Ruf, dem er immer wieder nachzugeben versucht war. Ein Ruf, der ihn an andere, ihm unbekannte Ufer trieb, die er niemals geglaubt hatte, erkunden zu dürfen. Dafür waren die Schläge seines Vaters zu hart gewesen, der Druck der studierenden Mitabsolventen zu groß und die moralische Verpflichtung, der Familie keinen Ärger zu machen, zu groß. Und doch gab es da in ihm diese lodernde Flamme, die so klein geworden war, dass er meinte, er hätte sie mit seinen moralischen Vorstellungen längst gelöscht. Aber jetzt, als er den Lufthauch spürte und ihm der Geruch des Parfüms in die Nase stieg, begann sie zu lodern und zu brennen. Sie entfachte in ihm ein Feuer, das in seinen Lenden stach, als hätte man ihn mit vor Hitze rotglühenden Nadeln gestochen. Harker taumelte zurück, als er die Berührung an seiner Brust spürte, ohne jemanden zu sehen. Er hob wieder, wie zum Schutz, die Öllampe und rief, »Wer ist da?« »Er hat uns bemerkt.« »Wie gut er aussieht.« »Und wie er riecht.« Jonathan Harker glaubte langsam, aber sicher den Verstand zu verlieren. Als wäre er leicht wie eine Feder, wurde er von einer unvorstellbaren Kraft am Kragen seines Hemdes gepackt, emporgehoben und davongeschleudert. Der in seiner Kehle steckende Schrei erstarb ebenso wie die in ihm brodelnde Angst. Er flog durch die Luft, überschlug sich zweimal und landete dann mit einem harten Schlag auf dem Boden. Er keuchte, verlor die Orientierung und merkte plötzlich, wie er an den Haaren gepackt und über den Boden zu einer Tür geschleift wurde. Er wollte sich wehren, nach der Hand greifen, die ihn gepackt hielt,
und sich gegen alle Widerstände zur Wehr setzen. Aber es gelang ihm nicht. Egal wie sehr er es auch versuchte, wie sehr er sich dagegen stemmen wollte, er schaffte es nicht, sich aus dem kräftigen Griff zu befreien, der seltsamerweise von einem wunderbaren Geruch von Freiheit und körperlicher Leidenschaft begleitet wurde. Obwohl er über den Boden geschleift wurde, sich hinter ihm eine Tür öffnete und er in die Mitte eines großen, von einem in der Mitte des Raumes stehenden Bett dominierten Zimmers gezogen wurde, schossen ihm plötzlich die Gedanken an jenen schicksalshaften Abend durch den Kopf. Er musste wieder an die junge Frau mit dem verführerischen Lächeln und den größten Brüsten, die er jemals im Leben gesehen hatte, denken. Er konnte sie noch riechen, konnte ihren alkoholgeschwängerten Atem auf der Haut spüren und ihre Hand fühlen, wie sie wie selbstverständlich zwischen seine Beine gegriffen hatte. Und als er wieder emporgehoben wurde und man ihn auf das Bett warf, als wäre er nichts anderes als ein Kissen, wusste Jonathan Harker, dass er sich dem Flüstern und den Versprechungen nicht mehr entziehen konnte. Dass er es erdulden musste, als wie aus dem Nichts drei wunderschöne Frauen neben ihm aus dem Inneren des Bettes zu steigen schienen. Sie benahmen sich wollüstig, so als hätten sie noch nie zuvor einen Mann gesehen. Ihre Hände berührten den Körper der anderen Frauen, umfassten ihre nackten Brüste mit den erigierten Brustwarzen. Es war Jonathan, als würde alles in einen diffusen, seinen Geist einfangenden Nebel gehüllt werden. Er sah nur noch Schemen, keine echten Gesichter, und war sich doch sicher, dass eine von ihnen mit ihren weichen, zarten Händen nach seinem Kinn griff und seinen Kopf in ihre Richtung drehte. Er erkannte ein Gesicht von graziler Form und feinen Konturen, in dessen Mitte grüne, ihn anhimmelnde Augen dominierten. Es war eine versteckte, nie in ihm erwartete Leidenschaft weckende Zuneigung in ihnen zu erkennen, die er erst jetzt, viel zu spät, als Gier erkannte. Gier nach etwas, das nur ein Mann ihr geben konnte. Gier nach Wärme und Liebe, die sie gar nicht empfinden konnte. Gier nach seinem Blut. Neuntes Kapitel. Jonathan glaubte plötzlich zu schweben. Er wurde hinfortgehoben in andere Sphären, die er mit Mina niemals hätte erkunden können. Je mehr sie an ihm saugten, je mehr sie von ihm nahmen, desto näher kam er dem Licht, das seine Sinne zu schärfen schien. Er hörte ihre Stimmen, lauschte ihren Worten und konnte doch hinter sie blicken. Er verstand, dass die gemachten Versprechungen fadenscheinig waren, dass sie ihn nicht um seinetwillen hierher gelockt hatten. Sie waren Geschöpfe der Nacht, nicht dazu bestimmt zu leben und deshalb von einer Traurigkeit erfüllt, die sie mit ihrer Gier zu vertreiben versuchten. Harker, der nun da lag, die Arme und Beine vom Körper abgespreizt, die Augen verdreht und einem nie enden wollenden Traum näher als seiner Hoffnung, das Schloss Dracula jemals wieder verlassen zu können, wollte sich wehren. Er wollte die rothaarige Schönheit, die unentwegt mit ihren Lippen seine Lenden liebkoste, von sich schieben. Die blonde, zierlich gebaute Frau, die wieder und wieder seine Finger in den Mund nahm und an ihnen saugte, als könnte sie wie ein Säugling Milch aus ihnen ziehen, hätte er am liebsten mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Nicht, weil sie mit seinen Fingern spielte, nicht, weil sie ihm das Gefühl gab, jeden Augenblick kommen zu müssen, sondern weil er begriff, dass sie ihm mehr und mehr, Zug um Zug, das Leben aus dem Körper saugte. So albern es auch klang, gerade an seinen Händen merkte er, wie er schwächer und schwächer wurde, wie seine Gedanken von einem Nebel umhüllt wurden, der ihm vorzugaukeln versuchte, dass alles in bester Ordnung war. Nichts war in Ordnung. Gar nichts. Wieder und wieder hämmerte dieser eine Gedanke warnend durch seinen Kopf und ließ Jonathan innerlich erschaudern und mit sich hadern. Er mobilisierte so viel Kraft, dass er mehr als einmal seine Finger aus ihrem Mund zog, aber letztendlich doch immer schwächer wurde. Es war der Schmerz, der ihm seine letzte Motivation raubte. Denn jedes Mal, wenn er die Hand zurückzog, war es ihm, als würde er sich an einem scharf geschliffenen Messer schneiden. Und dann die schönste aller Frauen, die herrlichste Verführerin der Dreien, die, die mit ihren grünen Augen alles in ihm zum Toben brachte, sie war es, die ihm das Leben schenken wollte,
die immer wieder an seinem Ohrläppchen knabberte und ihm ins Ohr flüsterte. »Es wird dein Schaden nicht sein. Lass es geschehen. Komm zu mir und ich gebe dir einen letzten warmen Kuss.« Gerade als er ihr nachgeben wollte, weil er keinen Ausweg aus seinem Dilemma mehr sah, veränderte sich alles. Als hätte eine Kanone einen Schuss abgefeuert, flog die Tür des Zimmers aus den Angeln und zersprang wie Glas in Tausende von Splittern. Das Bersten und Krachen ließ Harker wie aus einem Traum erwachen, ließ die Frauen von ihm fortspringen, als wäre er ein von Krankheit gezeichneter Aussätziger. Ihre spitzen Schreie hallten in seinen Ohren wieder, und nur mit Mühe schaffte er es, den Kopf zu heben und zur Tür zu schauen, wo Dracula bis an die Decke reichend stand, die blasse Hand nach ihnen ausgestreckt und mit Zorn in der Stimme schrie: »Er war nie für euch bestimmt! Du hast ihn nie geliebt!« schrie die Blonde, die von Dracula am Hals gepackt und zur Seite geschleudert wurde, dass sie krachend und hämmernd gegen die Wand schlug und ihr jeder Knochen im Leib gebrochen sein musste. Doch zu Harkers Entsetzen schüttelte sie nur den Kopf und erhob sich wieder, als wäre nichts geschehen. Ihr schöner Mund, zu einer Fratze aus scharfen Zähnen geworden, schrie: »Du bist nicht mehr der, der du einmal warst!« »Schweig!« brüllte Dracula mit so einer ohrenbetäubenden Stimme, dass Harker meinte, ihm würde das Trommelfell zerreißen. »Wie kommt nur dein Hass mir gegenüber zustande? Habe ich dir denn nicht das gegeben, was du wolltest, als du des Nachts vor meiner Tür gestanden hast? Habe ich dir nicht all deinen Kummer genommen? Du hast mich nie geliebt!« rief sie und wurde wieder gepackt und abermals gegen die Wand geschleudert. »Ich werde es wieder tun.« »Er war so allein«, sagte die Rothaarige und fiel auf die Knie, um Dracula die Hände entgegenzurecken, als sollte ihre Geste Gnade erwecken. »Niemand sollte so allein sein, nicht über so lange Zeit.« »Niemand«, sagte nun auch Dracula, zusammenschrumpfend, als würde sein in ihm brodelnder Zorn langsam abebben. »Zu lange schon bin ich gefangen in diesem Schloss. Zu lange schon sehne ich mich nach einem Lichtstrahl.« »Ich will deiner sein.« »Du«, sagte er abwertend, die Rothaarige gar nicht beachtend, so als wäre sie ein ungeliebtes Kind, wegen dem er sich schämen müsse. »Dich ertrage ich kaum.« Und dann wandte er sich an die, die Harker so sehr faszinierte, die ihn glauben ließ, wieder im East End zu sein. Die, für die er alles getan hätte, wären ihre Worte nicht wie Gift und ihre Stimme nicht der Atem der Pest. »Du hast mir gar nichts zu sagen«, rief er nach ihren braunen Locken greifend, die ihr porzellanhelles Gesicht einrahmten. »Du schweigst und nährst die Hoffnung in verlorenen Seelen?« Jonathan würgte. Er spürte, wie die in ihm verbleibende Kraft mehr und mehr schwand, da er sich gegen die Ohnmacht zu stemmen versuchte, die unausweichlich für ihn war. Er würde sie ertragen müssen, wie jeder, der sich hierher in das Schloss Dracula verlor. Und als seine Sinne mehr und mehr schwanden, das Gerede der anscheinend mannstollen Frauen zu einem undurchdringlichen Gebrabbel wurde, hörte er etwas, das ihn bis ins Mark erschütterte. Worte, so sanft ausgesprochen, als wären sie einem Tropfen gleich, der von einer im Morgentau stehenden Rose zur Erde fiel. »So werde auch ich wieder lieben und lernen, was es heißt, unter den Lebenden zu wandeln. So werde ich es sein, der die Hoffnung hat, wieder der zu werden, der ich einmal war. Ich werde...« Dann begann er leiser zu werden, nachdenklicher, so als bereitete es ihm Mühe, darüber zu reden, was er all die Jahre, die er hier gefangen gewesen war, niemals gewagt hatte zu hoffen. »Wieder ich sein. Ich, Dracula.«